Hallo liebe YouTuber, liebe YouTuberinnen, ich begrüße euch zu einem Haul. Ich war in den letzten 6 Wochen, ich hatte ja Ferien, einkaufen und... Entschuldigung. Also ich hatte Ferien, ich war einkaufen und habe seit 6 Wochen, glaube ich, kein Haul-Video mehr gedreht. Und also entschuldigt schon mal von vornherein, wenn irgendwo Sachen auftauchen, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, ist keine Absicht. Aber da sich einige von euch über Facebook ein Haul-Video gewünscht haben, möchte ich dem natürlich nachkommen. Wenn ihr meinen Facebook-Link noch nicht wisst, wo ihr dann zu mir geraten könntet, dann guckt mal unten in die Infobox. Und wir fangen an. Den letzten Einkauf habe ich gestern Abend getätigt. Wir wollten eigentlich nur zum Sushi essen. Und Franzi meinte doch, lass uns mal schnell zu Douglas. Und da war es schon zu spät. Ich habe das jetzt nicht wirklich alles aufgeteilt in irgendwas. Ich glaube, ich mache sogar 2 Videos. Wenn ich noch ein Klamotten-Haul-Video machen sollte im Anschluss, dann verlinke ich das hier. Ansonsten kommt es halt hinten dran. So, also als erstes, ich bin nämlich überall gewesen, habe ich ja Probleme mit meiner Sonnenallergie. Aufgrund dessen habe ich mir mal etwas nachgeholfen mit diesem Zinkpräparat. Das ist von... Entweder von Müller oder von DM. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir nämlich 2 Pakete gekauft. Obwohl ich jetzt auch gar nicht weiß, wo das zweite ist. Auf jeden Fall, dies hat gekostet, glaube ich, 1,25. Da sind so Lutschtabletten drin. Ja, es ersetzt keine vernünftige Ernährung. Und nein, es ist nicht gut. Aber aufgrund dessen, dass ich anscheinend zu wenig Zink zu mir nehme, habe ich halt überall diese, ja, die man jetzt hoffentlich gerade nicht sieht, auf jeden Fall diese Sonnenpickelchen. Und das ist halt in meinem Falle leider echt übel. Dann zum Thema Sonne habe ich mir gekauft von Rossmann die Sonnencreme. Und zwar sind da keine Konservierungsstoffe und keine Emulgatoren und kein Parfüm drin. Ich bin mir noch nicht sicher, was jetzt die Sonnenallergie begünstigt. Ob das jetzt die Inhaltsstoffe sind oder die Cremeart oder das Gelart. Das Gelart vor allem. Dann brauchte ich... Genau, die hatte ich nämlich verbaselt. Wer mich kennt, der weiß ja, dass das bei mir ruckzuck geht. Die war weg und dann habe ich mir nämlich von Müller diese nochmal geholt. Das ist eigentlich genau das gleiche, nur dass da nochmal 5 Punkte, also es ist Lichtschutzfaktor 20, also der Faktor ist etwas gestiegen. Und das ist halt eine zum Sprühen und die hinterlässt nicht so einen pekig weißen Film, sodass man sich, dass man nachher aussieht wie so ein Schneemann, wenn man dann in seinem... Bikini am See liegt. Ja, dann gehe ich ja leider ins Solarium. Leider aufgrund dessen, dass es ja eigentlich nicht gut ist. Aber ich bin einfach pekig weiß. Moment, so. Da habe ich mir diesen Bräunungsbeschleuniger gekauft. Der riecht so gut. Der riecht, jetzt weiß ich nicht mehr, wonach er riecht. Den habe ich nämlich jetzt erst neu. Ach ja, nach Erdbeeren. Der riecht so also künstlich pekig süß erdbeerig. Ich hatte ja sonst immer das Gel. Aber das finde ich persönlich um Längen besser. Es geht viel schneller, es zieht viel schneller ein, es riecht um Längen besser. Das gibt es bei DM und hat, das war ein bisschen teurer, ich glaube zwischen 2 und 4 Euro, da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ob man dadurch bräuner wird als mit nichts oder mit was anderem, kann ich auch nicht sagen. Dann waren wir auf der Nature One. Und ich habe mir alle möglichen Sachen gekauft, um damit bestmöglichst ausgerüstet zu sein. Und ich habe mir, ihr seht, es ist noch zu, die Nature One ist vorbei, von Duress, keine Ahnung, 25 feuchte Tücher, mal so schnell für unter den Arm, falls man mal nicht duschen kann. Wie das da abläuft, wusste ich ja auch nicht. Man konnte da duschen. Naja, auf jeden Fall, ihr seht, die Dinger sind noch zu, hat 1,25 gekostet und ich werde es jetzt einfach in die Handtasche packen, dass wenn man mal meint, unangenehm zu riechen, dann kann man sich vielleicht ein kleines bisschen damit weiterhelfen. Aber, liebe Teenager, waschen hilft. Das ist nur für die absolute Notfalllösung, wie zum Beispiel auf Festivals. Wenn ihr mir übrigens noch coole Festivals im elektronischen Bereich nennen könnt, im Kreis Niedersachsen oder eigentlich egal wo, dann sagt mir doch Bescheid und schreibt mir das in die Kommentare. Und ich möchte von euch wissen, ob ihr Festivaltypen seid. Die Nature One war jetzt mein erstes. Wenn ihr darüber ein eigenes Video haben möchtet, sagt es mir. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen, was uns da alles passiert ist und auch nicht. Ich würde auf jeden Fall wieder fahren unter anderen Bedingungen. Aber das ist eine andere Sache. So, dann brauchte ich natürlich, es ist Sommer, ist klar,
Mal wieder die Einwegrasierer von Balea. Die kosten 85 Cent. Dass ich die ganzen Preise auswendig weiß, ist ein Traum, oder? So, dann eine After Sun Lotion fürs Gesicht und beugt Glättungsfältchen vor. Nein, glättet, beugt Sonnenfältchen vor und glättet das Gesicht. Ich habe es noch nicht einmal benutzt. Sieht man. Ja, dann brauchte ich, ich habe mich mit allem eingedeckt, was ich für dieses Festival in irgendeiner Art und Weise mir hätte vorstellen können, was ich benutzen könnte. Pflegeprodukte könnte er da total vergessen. Ich meine, es war mir bewusst, aber ich dachte, naja, vielleicht, egal. Ich brauchte auf jeden Fall nochmal Deo. Und zwar habe ich dann diese zwei immer in Kombination, sagt man, getragen. Erst den Roller, dann den Sprüher drunter. Weil ich sag mal so, bei über 40 Grad im Schatten, im Zelt, dann tanzen und wieder im Zelt. Und dann, also, wie gesagt, wenn ihr es möchtet, verlinke ich oder mache ich euch ein extra Video über die Nature One. Ich habe da Sachen gemacht und erlebt. Ha! Die erzähle ich später meinen Kindern. Vielleicht nicht. So, dann war ich noch bei Müller und mein wunderschönes Puder von Essence ist nämlich runtergefallen und ist in 1000 Teile zersprungen. Deswegen habe ich mir hier von Essence den neuen gekauft. Das ist der Sun Club, weil nämlich meiner, den ich mir gekauft habe, ich habe ihn extra abfotografiert, bin in die Drogerie gelaufen, wollte einen neuen haben, gab sie mir aus dem Sortiment. Jetzt habe ich die Farbe 01 Natural. Im Laden war das genau mein Hautton. Ob das jetzt hundertprozentig passt, na, ist eh egal, sieht man nicht, ne? Für Blondes auf jeden Fall. Weil normalerweise alle die, die mich noch nicht so lange kennen, ich bin ja normalerweise eine richtige Blondine. Normalerweise. Dann habe ich von Catrice, ach so, das hat gekostet, ich glaube so um die 3 Euro. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Lobe mich gerade noch, dass ich die Preise weiß. Super. Dann habe ich von die 030 Love and Peach von Catrice noch mitgenommen. Das ist so ein, ja, ein peachiger Ton, ist klar. Ich hätte mir mal dieses Toffee-Dings mitnehmen sollen. Das geht nämlich aus dem Sortiment. Wenn ihr von Catrice diesen Toffee irgendwas, diesen Blush gerne mögt, der geht aus dem Sortiment. Der ist bei uns jetzt runtergesetzt für 1,95 oder so. Das ist, also es ist nicht der, von dem ich gerade rede, aber der ist so relativ bräunlich, bräunlich-kupferig, so in der Farbe. Also ich hätte mir mitnehmen sollen, aber ich war zu blöd und dachte, wozu brauchst du nur zwei? Ne? Hätte ich es mal gemacht. So, dann gab es auch aus dem Sortiment gehend von Catrice den Lippenstift, der mir jetzt wieder nicht sagt, wie heißt. Achso, 130 Frozen Rose, der ist auch richtig schön. Den habe ich gerade drauf, aber man erkennt den aufgrund des Lichtes, glaube ich, ja, nicht so gut. Aber der ist halt so sehr nude-rosa-stichig, so alt-rosa in der Richtung. Wie gesagt, auf den Lippen sieht man den, glaube ich, nicht so, aber er ist schön. So, dann brauchte ich für meine Gelnägel, das sind übrigens meine Festivalnägel gewesen, einen Überlack, weil sich damit meine Gelnägel einfach persönlich besser halten. Und da ich ja gelegentlich im Schwarzlicht arbeite, macht sich das immer ganz gut, wenn die Fingernägelchen schön leuchten. Das ist der von Rival de Loop, das ist der Shiny White mit Schwarzlichteffekt. Und er sieht schon ein bisschen angegribbelt aus, weil ich den natürlich auch schon benutzt habe. Wie gesagt, ich hatte ja 6 Wochen Zeit, aha. Und in den 6 Wochen habe ich nicht so viel Sport gemacht. Dann brauchte ich noch, jetzt so langsam zum Ende gehend, den Intensiv Cool Eyeliner von P2 nochmal neu. Den habe ich nämlich verloren, dachte ich zumindest. Das ist der schwarze. Hat der eine Nummer? Nö. Doch, 010 Dramatic Japan. Ich hatte mir den mal vor Ewigkeiten gekauft und habe ihn verloren. Dachte, ich hätte ihn an der Kasse liegen lassen. Hab dann aber mal mein Auto aufgeräumt und er lag unterm Sitz. Ist einfach aus der Tüte gefallen. Die kleine Drecksau. So, dann brauchte ich natürlich noch eine extrem schwarze Mascara, die richtig schön fette Pornowimpern macht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich mal wieder Montagsprodukt erwischt habe. Ich finde, die Qualität dieser Isle of Extreme Mascaras hat, nachgelassen. Als ich mir die erste gekauft habe, ich hatte so fette, schon fast ekelige Pornowimpern,
Aber jetzt weiß ich nicht, je öfter ich mir die nachkaufe, desto weniger ist es. Oder man hat sich einfach dran gewöhnt und erwartet immer noch eine Steigerung. 2,45, die kennt er ja, ne? Die habe ich auch von Müller. Dann brauchte ich dringendst. Übrigens, meine Stimme ist wieder da. Es ist, naja, also relativ, ist total gut, weil ich ja eine Zeit lang gar nicht sprechen konnte. Wegen Heide Park und Nature One und so. Das hat sich alles so ineinander rübergezogen. Jetzt noch ganz schnell, ich habe mir noch einen neuen Kontaktlinsenbehälter gekauft und kleines Kontaktlinsenlösungsmittel. Allerdings ist das weg. Also steht woanders und ich habe vergessen, es mitzunehmen. Das war jetzt erstmal mein Drogerie-Haul. Ah, Quark, ich bin noch gar nicht fertig. Oh. Ich war nämlich noch gestern, und das war nämlich die Geschichte mit dem Sushi, mit der Franzi bei Galeria Kaufhof. Und da ich ja total auf pekig, klebrig, süße Düfte stehe, habe ich mich dazu überreden lassen von meinem Kopf und meiner Nase, dass ich doch unbedingt nochmal ein Prada-Parfüm bräuchte. Das habe ich ja schon, das habt ihr mal in einem Haul gesehen. Allerdings, also hier sind 50 Milliliter drin und eine Bodylotion und kostet 59 Euro. Alleine das 50 Milliliter Parfüm sollte schon 79 kosten. Und da hat mein Geldbeutel, mein Gehirn und mein Herz für Parfüm ganz doll gerechnet. Und da habe ich gesagt, wenn du damit nicht nach Hause gehst, bist du ja selber schuld. Das ist so eine Aktion von Galeria Kaufhof. Vielleicht findet ihr da noch was und nehmt eure Payback-Karte mit, weil 59 Euro auf der Payback-Karte machen sich in der Regel schon ganz gut. So, ach ja, ich war ja gestern dann nochmal bei DM. Oh Mann, wie viel Zeit haben wir schon verplempert miteinander? 11 Minuten schafft er noch, ne? Ihr seid so tapfer. Ja, dann habe ich bei Facebook gesehen, da bin ich ja mit Balea befreundet, hätte ich fast gesagt, gefällt mir nämlich. Und dann habe ich gesehen, dass diese Reinigungstücher, ich kenne sie nicht, aber ich fand den Geruch interessant. Und zwar angeblich sollen die nach... Oh, was ist jetzt für Nahrung? Sollen die nach Kokos riechen. Und ich und Kokos ist ja quasi so in love. Die haben, glaube ich, 2 oder 3 Euro gekostet. Das ist einmal so eine Box unten und oben auch nochmal. Ich hoffe natürlich, dass sie reinigen und pflegen und auch gut riechen, weil jetzt, sonst habe ich die nämlich erstmal an der Backe. Also es sind feuchte Reinigungstücher und die auch gleichzeitig das wasserfeste Make-up entfernen sollen. Wenn die jemand kennt, bitte mal Bescheid sagen, weil sonst verschenke ich die gleich so, wie sie wieder sind. Und zu guter Letzt, nein, noch nicht ganz, brauchte ich eine neue Lippenpflege. Ich habe ja gestern mein Aufgebraucht-Video gedreht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das hier. Da kommt nämlich beim nächsten Mal auf jeden Fall mein Labello mit rein. Und ich habe mir jetzt den Naschkatzen. Oh, ich stehe momentan so auf Kirsch. Und ich war am Überlegen, ob ich mir nicht erst von Escala dieses Cherry in the Air mitnehme, weil ich total auf Kirsch stehe. Aber ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich musste Prada mitnehmen. Ist so. So, der hat nicht viel gekostet. Unter einen Euro, glaube 85 Cent oder 65, was weiß ich. Und zum Ende der Geschichte von heute. Es gibt davon ja ein Duschgel, ein Shampoo und auch mittlerweile eine Bodylotion und eine Bodybutter und auch eine Seife. Und wenn ihr so auf pekig süße Kaugummidüfte steht, das riecht so gut. Ich habe noch eine Himbeerseife, ich habe noch eine Vanilleseife und jetzt habe ich auch eine Blaubeerseife. Also falls mal jemand sich bei mir waschen möchte, er könnte auch damit duschen. Ich habe genug da. So, hier ist die Kette drin. Gut, also im Anschluss wenn ihr noch ein Klamottenhaul seht, dann macht ein Abo irgendwo da oben oder auch nicht. Und dann drehe ich jetzt nämlich gleich noch ein Klamottenhaul und dann seid ihr hoffentlich zufrieden. Und ich habe nicht so viel Videomaterial an Stück dran. Ich wünsche euch noch einen traumhaften sonnigen Tag. Heute ist etwas bewölkt. Genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt muss ich nur die Kamera ausschalten.